Hallihallo, ihr da draußen vor dem Bildschirm. Ich habe mir ja hier jetzt Mods installiert und da wollte ich jetzt mal ein Video gerade über diese Mods machen, weil die ja auch weiß Gott nicht uninteressant sind. Es gibt da beispielsweise eben die Structures Plus Mod. Eine ganz große Mod. Nach der Installation von dieser Mod ist auch der Start vom Spiel viel langsamer. Es dauert dann, wenn ich auf Einzelspieler klicke, viel länger, bis dann das Spiel geladen ist, nachdem diese Mod installiert ist. Aber das kann man in Kauf nehmen dafür. Ja, und dann zwei verschiedene Mods für das Spyglass. Das ist das Fernrohr. Das gibt dem Fernrohr an etwas andere, eigentlich viel bessere Funktionalität, als das Standardfernrohr hat. Zuerst mal zur Installation von den Mods. Die werden einem automatisch rein installiert, wenn man da über Steam geht. Ich gehe dann hier beispielsweise mal in meine Steam-Bibliothek. Und da habe ich hier mein Arc. Und da gibt es hier Workshop in der Menüübersicht. Man kann hier beispielsweise mal eingeben Structure Plus Open Source. Da findet man dann gleich das Richtige, weil ja, man muss natürlich auch richtig tippen. So, Open. Das reicht jetzt. Structure Plus Open, so heißt das nämlich Open Source. Da ist die nämlich gleich hier am Anfang zu sehen. Das ist von Orion Sun, diesem Programmierer, diese Structure Plus. Die muss man dann hier abonnieren und dann wird die automatisch heruntergeladen und ist dann im Spiel hier automatisch verfügbar. Anschließend muss man sie noch anklicken und dann hier Mod hinzufügen wählen und dann wird das hier oben reingesetzt und dann ist die Mod aktiv. Das heißt, ich kann also Mods installiert haben oder heruntergeladen haben, ohne dass die aktiv sind, und aktiviere die erst dann da oben. Und wenn ich eine Mod wieder deaktivieren will, dann klicke ich die an, wähle die an und dann sage ich hier entferne Mod. Und ist oben verschwunden und im Spiel dann nicht mehr aktiv. Ja, das ist eigentlich eine schöne Funktion. Ich habe ja beide Fernglas-Mods installiert und jetzt will ich eins wieder loswerden. Und dann gehe ich zu Steam. Ja, und dann gehe ich hier beim Orion Sun in dieses Super Spyglass. Das habe ich abonniert. Und dann deabonniere ich das wieder. Ja, weil dieses große Fenster in der Mitte, das quasi dieses Super Spyglass mit dem Zusatz Open Source hinten dran, bringt, das gefällt mir dann nicht so und dann deabonniere ich das wieder und dann fliegt es dann aus Arc wieder raus. Ja, da ist es weg, da unten. Ja, verfügbare Mod deabonniert und da ist es wieder verschwunden aus meinen verfügbaren Mods. Ja, weil mir dieses Spyglass, mir persönlich jedenfalls, besser gefällt, aber das kann sich ja jeder aussuchen, wie er es gerne hätte. Und jetzt gehe ich mal ins Spiel. Seitdem diese Mod installiert ist, habe ich zum Beispiel auch das Problem mit dem Laden hier. Wie man sieht, die Bäume, die sehen noch nicht vollständig aus. Das kommt erst später, ja, das kommt erst langsam. Ja, wie gesagt, seitdem diese Structure Plus Mod installiert ist. Seitdem habe ich hier ein bisschen so das Geschwindigkeitsproblem, was das Laden angeht. Kommen wir mal zu den Mods, den Weiden, das Spyglass. Das habe ich da unten auf der F9 liegen. Ja, und das ist von dem Programmierer Anbu, nennt der sich. Der hat auch nur ein einziges Mod, nämlich dieses Spyglass. Mir persönlich gefällt das ganz gut. Wie man sieht, zeigt das jetzt hier in der Mitte so ein rundes Fadenkreuz. Und wenn ich dann da auf
Dino gehe, dann sehe ich da auf der linken Seite da dann diese Werte in einem relativ kleinen Fenster. Das gefällt mir dann zum Beispiel eben einfach besser als das Spyglass vom Orion Sun, dass da halt in der Mitte vom Bildschirm da so ein Riesenfenster aufzieht. Wenn ich jetzt die linke Maustaste klicke, dann bleibt dieses kleine Fenster auf der linken Seite stehen, wenn ich mich wegbewege vom Dino. Ja, da habe ich also hier trotzdem. Und wenn ich auf einen anderen Dino gehe, passiert da auch nichts. Ja, wenn ich wieder auf die linke Maustaste klicke, dann ist es weg. Und das ist schon mal zum Beispiel so eine ganz nützliche Funktion. Ja, wenn man die linke Maustaste klickt, behält man dann dieses Fenster mit der rechten Maustaste wird dann gezoomt. Da kann ich dann mit dem Mausrad rein und raus zoomen. Das ist beispielsweise dann eben etwas, was mir dann besser gefällt. Wenn man das D-Mod, ich sage immer D-Mod, weil es ist ja eine Modifikation, ne? Deswegen D-Mod. Die Modifikation. Wenn man jetzt beispielsweise dann also die Modifikation installiert hat und dann muss man die auch erstmal bei dem Spyglass jedenfalls, da muss man dann das erstmal in den Engrammen neu aktivieren. Da ist dann hier das Super Spyglass und das muss dann erlernt werden. Ich habe das schon erlernt, aber jetzt habe ich es nochmal gemacht. Weil ich hatte ein bisschen rumgespielt mit den Mods. Und da war das Engramm praktisch wieder weg. Nachdem das Engramm dann erlernt ist, muss man das Gerät dann natürlich noch bauen, das Spyglass. Das ist ja ein anderes Item als das originale Fernglas. Und da muss es noch gebaut werden. Ja, ganz nützliches Tool. Ja, vor allem auch das mit der linken Maustaste ist nicht schlecht. Dann kommen wir mal zu der Structure Plus Erweiterung, zu der Modifikation. Die ist natürlich unglaublich umfangreich und daher als erstes mal ein Hinweis auf weitere Ressourcen. Und zwar, wenn wir hier im Steam Workshop sind, bei Structure Plus, da hat natürlich der Orion Sun zu seiner Structure Plus Erweiterung auch jede Menge Infos hier reingestellt. Diese Seite kann man dann mit Google Translate sich auch übersetzen. So, jetzt haben wir die mal in Deutsch übersetzt. Ja, da kann man hier beispielsweise dann alles sehen, was diese Erweiterung alles kann, was die alles macht, was die alles ändert. Manche Übersetzung ist natürlich ein bisschen schräg. Das ist halt so bei diesen automatischen Übersetzungen. Und dann haben wir hier unten nochmal einen weiteren Button, wo wir draufklicken können, alles andere über S+. Da gibt es nochmal Detailinformationen von docs.google.com. Da bin ich hier drauf, so sieht die Seite aus. Ja, da gibt es sogar den Quellcode und dann hier eine Dokumentation, die dann natürlich Englisch ist. Ja, das ist dann hier ganz informativ dann nochmal über die einzelnen Funktionalitäten von der S+ Erweiterung. Auch in der Arcpedia gibt es über Structures Plus hier eine Information in Englisch. Dann haben wir hier beispielsweise alle Items nochmal dargestellt und viele, nicht alle, die roten hier nicht, aber die grünen, die haben dann eben beispielsweise auch nochmal eine zusätzliche Seite hinten dran, wo nochmal zusätzlich informiert wird über das Tool, über die Modis und auf die Seite kann man sich natürlich hier mit Google Translate dann einfach und schnell übersetzen, wenn man kein Englisch kann. Ja, also dann hier da eben entsprechend nochmal der Hinweis auf diese zusätzlichen Dokumentationsinformationen im Steam oder in der Dokumentation hier vom Programmierer selbst bei Google Docs. Die ist so vielschichtig und so vielseitig, diese Modifikation,
dass man das alles einfach im Video gar nicht komplett alles zeigen kann. Deswegen eben auch der Hinweis auf die Dokumentationen, die es da im Internet gibt. Ein paar Sachen können wir uns aber trotzdem mal anschauen. Und zwar, wenn wir zum Beispiel in die Engramme schauen. Ja, da sehen wir hier beispielsweise neue Items. Ja, da haben wir beispielsweise hier dieses Multitool, kostet nur ein Stroh. Omnitool kostet nur ein Stroh. Hier kann man nochmal zusätzlich eine Crafting Station bauen. Und wenn ich jetzt hier auf S Plus gehe, komischerweise ist dann die Crafting Station hier nicht zu sehen. Die wird da irgendwie ausgeblendet. Wenn wir hier S Plus oben eingeben, dann sehen wir, es gibt hier ohne Ende jetzt nochmal neue Engramme. Nur über S Plus. Zusätzlich zu den existierenden. Ja, es gibt dann eben hier einen neuen Räucherschrank mit verbesserten Funktionen. Es gibt einen anderen Komposthaufen. Es gibt eine andere Werkbank, es gibt einen anderen Schmelzofen mit eben zusätzlichen Funktionen und so weiter und so weiter. Ja, kann man, das ist ja so viel, da kann man im Einzelnen gar nicht drauf eingehen. Deswegen mein Hinweis auf diese erweiterten Dokumentationen da im Internet zunächst mal. Ja, interessant ist, dass hier diese Werkbank nicht angezeigt wird, der runde Tisch, wenn ich das so einschränke auf alle S-Plus-Funktionalitäten, weil der runde Tisch ist auch ganz interessant. Mal kurz den angeschaut, den habe ich mir auch gebaut. Erstens kann man auf den was draufstellen. Und ich habe mir hier beispielsweise Mörser und Stößel draufgestellt. Und diese Werkbank zeigt jetzt hier nur die S-Plus-Engramme an, die man sich freigeschaltet hat unter den Engrammen. Ja, also irgendeine S-Plus-Erweiterung, was zu bauen, was man sich noch nicht freigeschaltet hat, das wird hier natürlich wie bei der normalen Werkbank auch nicht angezeigt. Aber hier ist es eben eingeschränkt in dieser Werkbank, worauf nur alle S-Plus-Dinge, alle S-Plus-Sachen, die eben gebaut werden können und freigeschaltet sind. Das schafft dann eben auch hier ein bisschen mehr Übersicht. Und man kann auf die Werkbank dann auch, auf diese neue Werkbank, auf diesen Werktisch sozusagen, gleich hier noch Mörser und Stößel draufstellen. Das ist zum Beispiel eine ganz nette Sache, dass man das nochmal so an der Stelle so ein bisschen eingeschränkt hat. Dann gibt es hier natürlich diese anderen zusätzlichen Tools. Ja, und zwar haben wir einmal hier die Pistole, das Multitool und zum zweiten dieses Omnitool. Das funktioniert jetzt nicht alles komplett, die ganzen Funktionalitäten hier bei mir, weil dann braucht man teilweise auch Tech-Sachen, die man dann schon besitzen muss, um das alles in Gang zu kriegen, wie zum Beispiel den Teleporter im Omnitool. Also das ist schon dann an der Stelle nicht alles zeigbar. Kann ich jetzt nicht alles darstellen, weil mir noch viele Dinge einfach fehlen, die ich noch nicht gebaut habe. Ja, aber so einiges ist dann jetzt natürlich schon machbar. Ja. Zunächst mal zu diesem Omnitool. Das habe ich auf der F9 jetzt. Ja, da ist es jetzt. So, jetzt habe ich das. Und das zeigt auch hier wieder so ein rundes Fadenkreuz mit einem Punkt in der Mitte. Und hier auf dem Tool selber, in der rechten Hand gehalten hier, sieht man die Funktion, die da gerade angewählt ist. Zum Beispiel Basic Transfer heißt die. Bei diesen beiden Tools, bei der Waffe, wie auch hier bei diesem, ich sag mal, Walkie Talkie, gibt es die Taste R, die man drücken und festhalten muss. Und dann sieht man dieses Kreismenü. Und dann kann man hier diese verschiedenen Funktionen anwählen. Und zunächst gibt es dann eben hier mal so eine Info. Wenn ich das jetzt angeklickt habe, sieht man da rechts in der Hand, Info steht jetzt auf dem Gerät. Das heißt, wenn ich jetzt drücke, linke Maustaste, erscheint jetzt eine Info nochmal, in Englisch natürlich, über die Funktionen von dem Gerät. Dasselbe ist dann auch bei der Pistole. Die Pistole, Taste R. Erscheint das Kreismenü und die Pistole hat auch hier diese Info-Option. Und wenn ich jetzt schieße,
mit der Pistole. Dann gibt es hier eine Info über die Funktionen der Pistole. Ja, und auch nochmal der Hinweis, notfalls ins Internet auf die Seiten, die ich am Anfang schon dargestellt habe, und da nochmal genauer schauen. So, da haben wir also hier jetzt unser Tool. Und da gehe ich jetzt mal auf Basic Transfer. Mit dieser einfachen Transferfunktion kann man einfach von einem Dino oder aus einem Schrank die darin vorhandenen Gegenstände in einen anderen Schrank übertragen. Zunächst wählt man da die Quelle mit der rechten Maustaste. Ja, sieht man hier. Source Schrank, Source Large Storage Box. Ja, das ist die Quelle. Ja, so kann ich die Quelle auswählen mit der rechten Maustaste. Und mit der linken Maustaste wird dann das Ziel gewählt. Man sieht immer, wenn ich mit der rechten Maustaste auf ein anderes Item bin, also wenn ich auf ein anderes Itemzeug zeige und dann anschließend wieder rechte Maustaste drücke und dann wird wieder eine andere Quelle gewählt. Jetzt habe ich diesen Schrank als Quelle gewählt und jetzt nehme ich diesen Schrank als Ziel und drücke die linke Maustaste. Ja, jetzt hat er übertragen und sagt, das Ziel ist voll. Ja, das heißt, es hat nicht alles aus dem einen Schrank in diesen Schrank reingepasst. Ja, da ist der Schrank ist jetzt voll. Und was da drin war, die meisten Sachen, bis auf das Holz, das da jetzt noch ist, das hat er da übertragen. Von dem einen in den anderen Schrank. Wir können das nochmal machen. Ich wähle jetzt diesen Schrank als Quelle. Steht dann oben Source Set, rechte Maustaste. Jetzt gehe ich zu dem anderen Schrank und wähle den mit der linken Maustaste als Ziel. Und dann ist schon passiert. 38 Items übertragen. Ja, also das Tool kann man dann ganz gut verwenden, um einfach von einer Sache Dino oder auch von einem Schrank in den anderen einfach Sachen hin und her zu schieben, ohne dass man die erst in sein Inventory packen muss und dann wieder rauspacken muss aus dem Inventory. Es gibt auch den Advanced Transfer, da gehen wir wieder ins Kreismenü, gehen auf Advanced Transfer, linke Maustaste drücke, dann sehe ich jetzt hier diese Übersicht. Jetzt kann ich zum Beispiel Dinge übertragen in mein Personal Inventory, ja, zum Beispiel aus allen Strukturen. Egal wo sie sind, möchte ich jetzt Chitin übertragen in mein persönliches Inventory. Und da sagt er hier Chitin 72 Items transferred, Transfer complete. Schaue ich jetzt in mein Inventory, habe ich hier die 72 Chitin drin. Ganz schick. Kann man mit diesem Tool verschiedene Sachen machen. Ja, wenn wir hier ins Kreismenü reinschauen, es geht ja hier noch Inventory System. Die S Plus Erweiterung hat nochmal eine spezielle Lagereinheit, die man bauen kann. Ein Teleporter, dafür brauche ich allerdings, damit er funktioniert, Tech-Sachen, die noch gebaut werden müssen. Da sollte man dann mehr in die dargestellten Web-Anleitungen reinschauen. Genauso bei diesem Scanner. Das ist also auch noch nicht funktionabel mit dem Scanner. Ja, jedenfalls kann man da schon diese Inventory-Funktionen anwählen. Aber wir haben natürlich noch viel mehr Inventarfunktionen. Und wir haben natürlich auch schöne Baufunktionen. Ich bin hier gerade am Erweitern von dieser Steinplattform noch mit Stroh. Ja, und hier habe ich jetzt beispielsweise noch eine Lücke, die konnte ich nicht mehr zubauen. Jetzt will ich die weiter zubauen. Und da gehe ich jetzt mal erstmal in mein Inventory. Ich habe jetzt hier nichts zu bauen. Also kein Stroh und nichts da drin. Ja. Und wir sehen hier, da gibt es da hier oben neue Item-Icons. Ja. Das ist dann einmal so die Icons für das eigene Inventar, für das Inventar auf der linken Seite besser gesagt.
und auch für ein mögliches Inventar auf der rechten Seite. Ja, ich muss mal was essen. So, einen Schluck trinken kann ich auch. So, da ist das erstmal erledigt. So, wir haben also hier die Möglichkeit, zum Beispiel für das Bauen. Ja, da könnten wir hier jetzt beispielsweise erstmal ein Item auswählen. Ja, das sind also Übertragung von Gerätschaften fürs Bauen. Ja, und dann habe ich hier beispielsweise anderes, wo ich dann aus irgendwelchen Schränken irgendwo auf der Umgebung, irgendwo aus der Umgebung mir Sachen holen kann. Und hier kann ich dann gezielt draufklicken und kann sagen, ich will ganz bestimmte Dinge. Zum Beispiel jetzt Holz, das ich jetzt zum Bauen brauche, aus irgendwelchen Strukturen holen. Ich muss allerdings da die Entfernung berücksichtigen. Ja, meine Schränke sind da an der Ecke jetzt zu weit weg, als dass ich sie sehen könnte. Gehen wir da etwas näher ran. Ja, und da haben wir hier ein kleines Entfernungsproblem. Gehen wir mal hier auf Holz. Da. So, jetzt bin ich näher dran an den Schränken und da sehe ich beispielsweise, ich könnte mir jetzt hier aus meinem Schrank 600 Holz holen. Und dann könnte ich mir aus meinem Schrank hier in mein Inventory, könnte ich mir dann jetzt Stroh reinholen. Ja, da habe ich hier Stroh im Schrank. Ja, aber das alles geht jetzt noch einfacher, wenn ich irgendwelche Sachen bauen will. Ja, da muss ich nämlich gar nicht groß nachdenken und mir irgendwas raussuchen. Sondern ich gehe hier auf Herstellung. Ich will jetzt beispielsweise Fundamente bauen. Dann wähle ich dieses Fundament an. Und dann sage ich hier oben, ich will zwei Fundamente bauen. Und dann klicke ich hier auf dieses Icon. Und da hat er mir genau die Ressourcen jetzt aus den Schränken geholt. Irgendwo, wo sie halt zu finden waren. In irgendwelchen Schränken oder auch in Tieren oder so von mir, die ich brauche, um zwei S plus Strohfundamente herzustellen. Schick. Ja, das ist doch schick. Da muss man sich gar nicht mehr groß drum kümmern, wie viele Ressourcen muss ich denn einladen und was brauche ich denn da und so weiter. Ja, und dann sehen wir gleich das nächste, was man dann hier schön machen kann mit der S plus Erweiterung. Jetzt baue ich mir hier meine Fundamente rein. Ja, dann könnte ich das jetzt hier platzieren und ploff. Moment, ich werde erstmal die Pistole in die Hand nehmen. Und dann werde ich jetzt hier bei Pistole auf Struktur gehen. Hier geht es ums Bauen. Ja, dann habe ich hier jetzt die Option Demolish über die Pistole stehen. Und wenn ich die rechte Maustaste drücke, steht jetzt hier Convert, Konvertiere. Und da steht Pick Up. Ja, so, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Damit wir das mal sehen, wie das gleich mit der Pistole noch funktioniert. Jetzt platziere ich das da, zack. Jetzt ist es allerdings falsch, schlecht, das will ich wieder haben. Da habe ich die Pistole auf Pickup gestellt. Und dann nehme ich das einfach wieder zurück. Und dann habe ich es wieder in meinem Inventory. Das ist natürlich viel schneller und einfacher und komfortabler, als wenn man erst das Item, das man da platziert hat, anwählt. Und es dann anschließend eben mit diesem Aufheben-Menü, Kreismenü, das da eben die ganzen Fundamente und andere Items haben, dann auswählt. Natürlich viel komfortabler. Wieder rechte Maustaste, geht es auf Demolish. Das heißt, ich könnte das hier jetzt, sieht man jetzt hier leicht so türkis eingerahmt in Türkisfarben. Das könnte ich jetzt einfach zerstören. Das habe ich in einem anderen Video ja schon gezeigt, wie das geht mit dem Demolish. Und hiermit wird dann konvertiert. Dann werden normale Items, die mit dem Standard, mit dem Vanilla Arc gebaut sind, die werden konvertiert in die S Plus Variante, wenn man das freigeschaltet hat, das Engramm. Also mit Pickup zum Beispiel, das ist ganz schick, kann man dann gleichzeitig hier schön bauen. Und notfalls, wenn man sich da verbaut hat, gleich wieder das aufheben. So, eine andere Funktion von S Plus beibauen, das Stacken von Fundamenten. Ich kann hier Fundamente übereinander und untereinander stacken.
Ist auch eine feine Sache. Da kann ich richtig tolle Sachen bauen. So, jetzt habe ich mal ein Loch zugemacht hier. Das habe ich jetzt erledigt. Ja, das haben wir gleich mal gesehen. Inventory-Funktionen von S Plus schon mal. Hier habe ich jetzt beispielsweise jede Menge Zeugs drin. Das könnte ich jetzt bei mir einladen und könnte das jetzt zum Beispiel zu meinem Weißer und Stößel schleppen, um da wieder Neues an Narkosemittel herzustellen. Ja, und hier könnte ich dann eben auch die. Da ist noch nichts drin. Die Narkobeeren rausholen ins Inventar, aber das kann ich mir beispielsweise jetzt alles schön sparen. Das kann ich nämlich so hergehen. Da gehe ich an Mörser und Stößel, öffne hier das Inventar von Mörser und Stößel. Gut, da ist jetzt schon jede Menge Fleisch drin. Ich könnte aber hergehen und könnte jetzt hier anklicken von dem Blueprint. Und könnt jetzt hier beispielsweise sagen, ich will davon 5 Stück irgendwoher das Zeug holen. Für 5 Stück. Und da hat er mir leider keine Narkobeeren geholt. Ja, der hat komischerweise hier den Pilz geholt. Er scheint sehr betäubend zu sein. Tatsächlich. Ah, das heißt, ich kann hiermit auch mit dem Pilz. Funktioniert das auch? Und mit Narkobären. Dann habe ich mir den Pilz eben jetzt aus dem Räucherschrank geholt. Auch eine schöne Sache. Ja, und jetzt kann ich 5 Narkosemittel herstellen. Das ist also hier sozusagen mit diesen Pfeilen das Zusammenziehen von Ressourcen in irgendeinem Gerät zur Herstellung, Werkbank, Fabrikator, Mörser und Stößel, wie auch immer. Und das hier ist zum Reparieren. Also das hier ist einfach zusammenziehen. Und wenn ich jetzt ein Gerät zum Reparieren habe, und dann kann ich hier diesen Button klicken, da steht ja da oben Select a Damage Item. Ja, das heißt, such dir ein zerstörtes Gerät aus. Und mal gucken, da ist zum Beispiel meine. Da habe ich jetzt natürlich zum Reparieren schon alle Ressourcen da. Ja, ich könnte jetzt das anklicken, könnte dann da oben drauf klicken und dann holt der sich Inventory contains all required resources. Das merkt also die S Plus Erweiterung. Da sind schon alle notwendigen Ressourcen zum Reparieren vorhanden in der Werkbank. Da hat er sich nichts Neues irgendwo anders hergeholt. Würde allerdings dann eben passieren, wenn ich jetzt eben zum Reparieren da Holz, Leder, Metallbarren brauche und habe da irgendwas hier nicht drin liegen. Und dann würde dann eben, wenn ich das hier reinlege, das Item, klick's an und klick da oben auf das Zahnrad, würde irgendwo anders her, aus einem Schrank oder aus dem Fabrikator, wenn da was drin liegt, eben beispielsweise Metallbarren da dort rausgeholt. Oder aus dem Schmelzofen, wenn da noch Metallbarren drin liegen, würden die da rausgeholt. Ja, so kann ich dann eben hier mit dem Schraubenschlüssel, dann Ressourcen zur Reparatur von irgendwelchen Dingen ranholen. Das ist hier also da eine ganz sinnige Geschichte. Auch mit diesen Eingabemöglichkeiten, wie viel für wie viel Items, die ich herstellen will, brauche ich denn Ressourcen? Ich habe jetzt hier zum Beispiel kein Narkosemittel mehr, nur noch eins. Ich kann das nicht herstellen, dafür brauche ich 3. Ja, das heißt, ich will jetzt Pfeile machen. Ich habe ja gerade in Mörser und Stößel Narkosemittel hergestellt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr wie viel, aber ich gehe mal auf 2 Pfeile, will ich herstellen. So. Und dann hole ich mir jetzt, das ist ja eine Blaupause, dann hole ich mir jetzt, zack. Aus Mörser und Stößel ist jetzt gerade übertragen worden das Narkosemittel, das ich brauche zum Bauen von 2 Pfeilen.
von zwei Betäubungspfeilen. Ja, schnuckelige Funktionalität. Ja, und wie gesagt, dieses Icon hier, und das gibt es dann eben auf beiden Seiten, auf beiden Inventaren, die offen sind, dieses Icon hier, das ist dann eben, um ganz gezielt ganz bestimmte Sachen an eine ganz bestimmte andere Stelle zu bringen. Ja, das ist zum Beispiel jetzt so, ich möchte jetzt hier mehr Holz haben, da kann ich hier draufklicken. Jetzt habe ich hier das linke Inventar ja ausgewählt, da oben den Button mit der Wolke darüber. Und dann möchte ich jetzt hier mehr Holz haben und dann wähle ich mir Holz. Und dann sehe ich jetzt in der Umgebung, das ist eben natürlich reichweitenbeschränkt, in der Umgebung sehe ich jetzt, wo habe ich Holz. Und da habe ich hier zum Beispiel Holz in den Schränken. Dann könnte ich sagen, ich übertrage jetzt 100 Holz hier rüber in dieses Inventar. Oder eben in mein eigenes Inventar, weil ich irgendwas Bestimmtes hier haben will, dann darauf. Selber Bildschirm, kann ich mir hier das Holz suchen und hole mir das Holz hierher. Das ist zum Beispiel auch so eine Sache mit diesen Feuern. Wenn ich im Feuer jetzt zum Beispiel zu wenig Holz hätte, und da kann ich mir jetzt gezielt eben sagen, ich hole mir jetzt hier, das ist hier wiederum eingeschränkt, das ist auch sehr sinnig. Ja. Es gibt jetzt nur eine Liste hier links von den Sachen, die sinnvollerweise da vielleicht gezogen werden können. Ich hole mir jetzt Holz hier aus dem Schrank und mir jetzt 100 Holz ins Feuer rein und dann kann ich Feuer machen. Hier genau dasselbe. Zack. Holz. Nehme ich jetzt 100. Und dann habe ich das gleich hier im Feuer liegen und kann sofort das Feuer anzünden. Jetzt will ich Fleisch braten. Ich habe natürlich auch irgendwo Fleisch. Jetzt habe ich natürlich hier keins dabei. Selbe Spiel. Ja, ich suche mir jetzt zum Beispiel eben rohes Fleisch. Dann sehe ich hier, wo habe ich denn überall rohes Fleisch? Ah, da habe ich in meinem Greif noch rohes Fleisch drin. Wo habe ich rohen Fisch? Gar keins. Wo habe ich rohes Fischfilet? Auch keins. Rohes Filet habe ich auch keins. Stroh habe ich auch, weil damit kann man ja auch anzünden. Und da habe ich Zündpulver. Anglergel habe ich auch keins. Ja, ich nehme unser jetzt rohes Fleisch. Da sehe ich hier, ich habe hier eben zum Beispiel in meinem Räucherschrank und natürlich auch im Futtertrog Fleisch drin liegen. Und in diesem Griffin liegt auch Fleisch. Das kann ich ihm ja gleich mal abnehmen. Ich kann dann das eintippen hier, die Anzahl, was ich übertragen will, wenn es weniger als die Gesamtzahl sein soll. Oder ich klicke hier gleich auf alles. Und dann hole ich mir gleich alles Fleisch aus dem Griffin raus. Und dann mache ich Feuer an und dann wird Fleisch gebrutzelt. Dasselbe Spiel natürlich auch hier mit dem Cooking Pot und so weiter. Ja. Und das Ganze funktioniert natürlich auch noch auf der Basis. Und das ist natürlich auch eine schöne Sache. Es ist eben in diesen ganzen S Plus Geräten sind die Blaupausen hinterlegt. Ja, sonst würde das ja nicht funktionieren, mit Blaupause anklicken und dann da oben sagen, das will ich bauen. Ja, sage ich hier, das will ich bauen und dann hier die Anzahl und dann holen wir einfach die entsprechende Menge an Ressourcen irgendwo her für diese Anzahl von dem, was ich da bauen will. Das würde nicht funktionieren, wenn ich jetzt hier keine Blaupause anklicken könnte. Und das ist dann die nächste schicke Sache bei der S Plus Erweiterung. Die Blaupausen sind hier hinterlegt. In den ganzen S Plus Items. Das ist hier Blaupausen für Farben und hier die Blaupausen für die Kibbles und was man sonst noch so herstellen kann im Kochtopf. Dann habe ich hier die Blaupausen und kann dann eben irgendwoher mir dann eben für die entsprechende Blaupause die Sachen rüberziehen, sozusagen transferieren. Die dann irgendwo drin stecken. Ja, dann sieht man noch, was man alles herstellen kann, ja, ohne dass man erstmal die Blaupause in den Engrammen großartig suchen muss und so. Ja, man sieht man dann eben hier auch, was man in diesen einzelnen Gerätschaften, die man so hat, hier alles herstellen kann. Das ist dann hier beispielsweise auch Blaupausen, alles Blaupausen hier drin.
Inverser und Stößel. Dann habe ich da oben hier die Blaupausen sofort alle angezeigt, die verfügbar sind in der Werkbank. Hier sind die ganzen Blaupausen natürlich schon immer drin, die kennen wir ja. Aber hier im Schmelzofen eben auch Blaupausen, was man im Schmelzofen herstellt. Und natürlich dann eben auch gleich zu sehen, was brauche ich dafür, wenn ich auf die Blaupause gehe. Leder und Öl für Benzin. Verflüssigtes Gas für diesen Ball aus erstarrtem Gas. Das ist beim Standard-Schmelzofen eben nicht vorhanden, nicht verfügbar. Fabrikator, genau dasselbe Spiel. Ja, das ist noch der normale Fabrikator. Da würde mehr angezeigt werden, wenn das der S-Plus-Fabrikator wäre. Den habe ich schon früher gebaut, bevor ich die Erweiterung installiert hatte. Beim Komposthaufen zum Beispiel von der S-Plus-Erweiterung. Ja, da haben wir hier die Blaupause vom Dünger drin und dann sehen wir hier genau, wie viel Kot und Stroh wir brauchen zur Herstellung von Dünger. Wir brauchen also 50 Stroh und 3 Einheiten Kot, um überhaupt Dünger herzustellen. Das sehen wir hier anhand der Blaupause. Und dann sehen wir hier auch einen Herstellungsfortschritt bei diesem ockerfarbenen Balken, der hier läuft, oder komisch gelben. Der läuft dann hier ganz langsam weiter. Und da sehen wir, wie der Herstellungsfortschritt davon ist. Und das ist bei anderen Dingen, die dann hergestellt werden, eben auch so. Eine andere Sache bei der S-Plus-Erweiterung betrifft die Futtertröge. So, jetzt haben wir hier einen Futtertrog. Natürlich kann ich jetzt hier mal gucken, ob ich in meinen Tieren irgendwo noch irgendwas habe, Azulbeeren zum Beispiel, was ich hier vielleicht reinlegen will, oder Mejobeeren, ja, da habe ich im Dödikus jetzt beispielsweise noch Mejobeeren liegen, Stimmbeeren. Ich könnte ja jetzt in irgendwelchen Tieren noch irgendwas drin haben und das könnte ich jetzt eben einfach in den Futtertrog hier reinholen, rein transferieren. Ja, und dann hat der Futtertrog natürlich auch dieses Kreismenü und da hat er auch weitere Optionen. Ja, der kann gesperrt werden, der kann umbenannt werden, ich kann einen PIN-Code für den festlegen. Ich kann bestimmte Optionen definieren, dass dieser Futtertrog nur für ganz bestimmte Tiere, ganz bestimmte Dinos zur Verfügung steht. Und er hat, und das ist zum Beispiel schön, eine viel größere Fütterreichweite. Das sieht man jetzt an dem blauen Gitter hier vom Futtertrog aus der S-Plus-Erweiterung. So weit könnte ich bei dem normalen Futtertrog meine Tierchen gar nicht wegstellen vom Futtertrog, von dem normalen. Bei der S-Plus-Erweiterung beispielsweise geht das. Die hat eine sehr hohe Reichweite. Also S Plus, wie man sieht, ist nicht nur eine Erweiterung nur fürs Bauen an sich, sondern eben auch eine richtig gute Erweiterung für die Verwaltung von den ganzen Geschichten im Inventory und zum Herstellen der verschiedensten Sachen. Da steckt also schon ordentlich was an Gehirnschmalz drin, muss man schon sagen. Möglicherweise habe ich natürlich auch noch was vergessen. Wie gesagt, diese S-Plus-Erweiterung ist sowas von umfangreich. Auch in ihren ganzen Funktionalitäten, Engrammen und so weiter. Ja, aber ich denke mal, so das Wichtigste erstmal habe ich hier erwähnt. Tja, und das war es dann erstmal zur S-Plus-Erweiterung von meiner Seite. Wem noch mehr Sinnvolles einfällt, ruhig einen Tipp in den Kommentaren hinterlassen. Nochmal ein Hinweis, das können ja dann andere nachlesen in den Kommentaren. So. Tjo, wie man sieht, ich habe mir hier einen Balkon gebaut. Jetzt habe ich hier einen schönen Balkon zum Rausschauen, die Aussicht genießen und auf meine Tierchen da unten schauen, ob die wieder Eier gelegt haben.
Ja. Und ich habe auch hier nochmal mit Dashen in dem Fall, habe ich jetzt hier nochmal meine Plattform erweitert, damit ich doch noch ein bisschen mehr Platz habe. Das war etwas eng. Und da konnte ich jetzt allerdings hier nicht mehr großartig bauen. Konnte ich jetzt hier unten kein Fundament mehr größer setzen, weil da der Felsen am Ende ist. Dann müsste ich von ganz unten Pfeiler setzen oder so. Da hatte ich jetzt auch keine Lust drauf. Das gefiel mir dann nicht mehr. Das sieht dann nicht mehr aus. Und deswegen habe ich dann hier einfach jetzt nochmal Dächer dran gemacht. Fundamente hätte ich jetzt nicht mehr hinkriegen können, weil eben die Fundamente, die hätte ich von ganz unten nach oben bauen müssen. Wäre wirklich zu viel Aufwand. Oder Pfeiler hinstellen. Und hier daneben auch am Rand. Da ist gar kein Fundament mehr, würde man meinen, bei den rechten drei Dächern, den drei rechten Dächern, die ich da hin habe, wo die Pteras stehen. Allerdings, da stehen Zaunfundamente. Und die Dächer sind an den Zaunfundamenten befestigt. So, und dann als nächstes habe ich vor, hier habe ich, wie man sieht, auch die Bäume schon ziemlich abgesäbelt. Da habe ich wieder Holz gebraucht und da habe ich mir hier die Aussicht vergrößert. Die ganzen Bäume weggehackt, die hier standen. Weil ich die auch zum Bauen von Fundamenten natürlich brauche. Und da habe ich jetzt vor, hier diese Plattform noch zu vergrößern für die Lauftiere, für die Laufdinos, die großen, dicken. Ja, und dann ist das hier eigentlich ein idealer Abgang da zum Runterlaufen zum Wasser, wo ich dann hier ein Holzfloß bauen werde. Und dann kann ich dann hier wieder eine Rampe runterbauen. Stelle ich mir dann vor, an der Ecke hier, an der Stelle, wo es eh hier so schräg runter geht, eine Rampe runter ans Wasser bauen. Und hier natürlich eben erstmal die Plattform vergrößern. Jo, du kriegst wieder mehr Ausdauer. Na komm. Im Gegensatz zu den Agis können Greifer auch rückwärts laufen. Und haben keinen Sattel. Was einem dann erlaubt, auf dem Greif Waffen zu benutzen. Das war's aber jetzt mal. Reicht mal wieder als Video. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn noch irgendwas erwähnenswert ist, schreibt es doch einfach in die Kommentare von der S-Plus-Erweiterung. Ich denke mal, ich habe so das Gröbste und auch das Interessanteste von dieser Erweiterung weitgehend so dargestellt. Wie beispielsweise auch diese ganzen Blaupausen, die überall versteckt sind in den ganzen Gerätschaften. Ja, nochmal ein Blick hier in den Räucheschrank zum Beispiel. Da sind zwei Blaupausen drin. Ja, da haben wir einmal hier die Blaupause für Räucherfleisch. Dann haben wir hier die Blaupause für geräuchertes Filet. Und auch wieder diesen Fortschrittsbalken. Wie weit ist das denn? Und ich sehe jetzt eben genau, was brauche ich denn genau, wie viel für Räucherfleisch. Wie viel Öl, wie viel Zündpulver und gegrilltes Fleisch. Und hier dann genauso, das zieht sich jetzt eben durch die ganze Geschichte, durch die ganzen Gerätschaften hier durch.
mit diesen Blaupausen. Was dann eben auch eine sehr nützliche, sinnvolle Sache ist. Ja, lasst gerne ein Like da, lasst gerne mal ein Abo vor allem da. Und dann danke ich fürs Zuschauen und sage erstmal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal.